Colin, toll, Sie hier zu sehen. Wie haben Sie den Sommer verbracht? Ich habe den Sommer beim Drehen und Sanieren verbracht. Wir haben ein Haus gekauft und die Sanierungsarbeiten ziehen sich. Und leider war es im Sommer eben noch nicht fertiggestellt. Deswegen habe ich den Sommer mit Hausrenovieren verbracht. Sie leben, wenn ich richtig informiert bin, auf Mallorca jetzt? Auch. Ja. Hat sich die Entscheidung gelohnt oder gerecht? Also, ich habe hier gerade ein Wärmepflaster drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So viel zur Temperatur in Berlin. Ich habe hier so ein beheiztes Pflaster. Ich kam hier an, ich war schwer schockiert, wie kalt es in Berlin ist. Und ich habe jetzt gedacht, ich freue mich wieder auf Mallorca. Okay, warum sind Sie da hingezogen? Weil es mir gut tut und es gab noch einen privaten Grund, aber es tut mir gut, auf Mallorca zu sein. Und ich komme gut runter zwischen den Drehs und kann dort gut entspannen. Ich kann dort gut schreiben, ich bin kreativer auf Mallorca. Es macht einfach was mit einem, wenn man den Vorhang aufzieht und aufs Meer schaut. Das ist einfach total schön. Es gibt einem Kraft, die man überbringt. Passt auch so ein bisschen zum heutigen Abend, Salvador Dalí. Was verbinden Sie mit diesem Mann? Ich finde, dass man so gut in seine Bilder eintauchen kann. Insofern finde ich das Konzept kongenial, dass man hier jetzt auch in echt in die Bilder eintaucht, weil ich könnte die Bilder stundenlang anstarren, weil man so viel entdeckt und weil sie so zum Träumen einladen und weil sie einem auch so viel Interpretationsspielraum lassen. Und ich mag am liebsten dieses Bild mit den geschmolzenen Uhren. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber das könnte ich stundenlang anschauen. Er war ein sehr, sehr vielseitiger Künstler, hat aber auch exzessiv gelebt. Ja, was sagen Sie zu diesem gelebten Leben? Ich habe das Gefühl, dass er sehr durchsetzungsstark ist. Es scheint so, als ob er immer seinen Weg gegangen ist. Also er ist ja, glaube ich, auch von der Schule geflogen oder von der Uni. Irgendwo ist er runtergeworfen worden, weil er irgendwen beleidigte. Und ich finde das immer gut, wenn Leute ihre Meinung sagen. Gut, danke. Apropos Meinung sagen, wir haben eine Zeit, ja, wo viele Kriege und Konflikte in der Welt sind. Wie erleben Sie das Thema Israel im Moment? Boah, das ist natürlich wahnsinnig belastend. Ich finde es so schwer, was Schlaues dazu zu sagen ist. Es nimmt einen total mit. Es macht einen fertig. Ich finde die Situation sehr belastend. Ich sehe einiges auf dieser Welt gerade, was mir echt Sorgen bereitet. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch immer weiter auseinanderdriften. Es gibt einige Entwicklungen, die ich schwierig finde. Wenn man Kinder und auch Familie hat, ja, was gibt man denen auf den Weg, um Frieden zu schaffen für die nächsten Generationen? Irgendwann muss es ja mal aufhören. Ja, man hofft einfach, dass sie anständige soziale Wesen werden, die empathisch sind, die sich für ihre Umwelt interessieren, die für Themen eintreten und dann hoffe ich, dass die Welt irgendwann eine bessere wird. Was haben Sie in den nächsten Monaten noch vor? Umziehen. Jetzt steht erstmal der Umzug an. Dann muss ich eine Dokumentation promoten, die ich gedreht habe. Sehr spannendes Thema. Der Aufstieg und Fall von Viva. Und da muss ich jetzt auch nochmal die letzten Moderationsaufzeichnungen hinter mich bringen. Und ich habe gerade einen schönen ARD-Film gedreht. Den werde ich dann auch promoten. Also ein bisschen eine kleine Interviewreise. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft? Also die Rolle in einem ARD-Film war total spannend, weil ich so eine Arschloch-Managerin gespielt habe. Und es war toll, mal so eine Rolle spielen zu können, die sehr weit weg war von dem, was ich sonst spiele. Und ich wünsche mir mehr Rollen in so eine Richtung. Also mir hat es Spaß gemacht, so eine völlig abgebrühte Plattenmanagerin zu spielen. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Schönen Abend.